Ich reise mit meinem Team nach Spanien. Unser erstes Ziel ist Mallorca, seit Jahrzehnten die Lieblingsinsel der Deutschen. Nur 2 Stunden Flug und man ist direkt in Palma. Und mittendrin im Urlaub. Lichtjahre entfernt von Stress und Alltag in der Heimat. Rund 9 Millionen Deutsche bereisen Mallorca jedes Jahr. Liebevoll haben wir die Baleareninsel zu unserem 17. Bundesland erklärt. Entspannung pur und das quasi direkt vor unserer Haustür. Sonne, Strand, Palmen. Einfach herrlich. Aber wo viel Sonne ist, da ist auch viel Schatten. Mallorca ist auch eine Insel mit knallharter Prostitution, schwindligen Straßenhändlern und überzogenen Preisen. Nepp mit falschen Markenklamotten und Abzocke bei Mietwagenbuchungen. Nienburg bei Hannover in Niedersachsen. Hier leben Bodo Kühn und seine Frau Sabine Heidel-Kühn. Die beiden Mallorca-Fans dachten, sie hätten sich auf ihre Reise bestens vorbereitet. Wir haben uns auf unseren Urlaub gefreut. Wir haben uns gedacht, wir mieten uns noch einen Wagen, weil wir auch so ein bisschen unabhängig sein wollten, uns die Insel angucken wollten. Da haben wir für 11 Tage gebucht. Ja, haben uns im Internet schlau gemacht, haben auch ein tolles Angebot gefunden und haben gedacht, 117 Euro für 11 Tage. Ist ein Schnäppchen, auf jeden Fall. Ne? Ist echt super, ja. Das machen wir. Mhm. 117 Euro für 11 Mietwagentage. Unschlagbar. Aber am Schalter gab es dann das böse Erwachen. Und dann guckte die gute Dame am Schalter, schrieb irgendwas auf und letztendlich sollten wir noch mal 250 Euro on top bezahlen. Und das jetzt gleich. Also per Kreditkarte. Das Ganze soll hier passiert sein, am Flughafen von Palma de Mallorca. 200% Aufschlag für einen festgebuchten Mietwagen, das klingt nach Abzocke. Ich will wissen, was dahinter steckt. Denn irgendwie muss man ja wegkommen vom Flughafen, wenn man im Urlaub gerade angekommen ist. So wie mir geht es 140.000 neu angekommenen Gästen hier auf Mallorca. Das sind auch 140.000 potenzielle neue Opfer. In der Parkgarage am Flughafen treffe ich mein Team, um getarnt als Tourist der Geschichte nachzugehen. Ich will wissen, ist die Geschichte von Familie Heidel-Kühn aus Niedersachsen ein Einzelfall oder steckt hinter der Mietwagenabzocke System? Im Internet habe ich im Vorfeld ein Auto gebucht. 3 Tage für 37 Euro. Ein unschlagbar günstiges Angebot. Angeblich soll das der Endpreis sein. Also diese Schlange ist schon mal echt lang. Wir sind dann zum Schalter, haben geguckt. Oh, da ist aber eine lange Schlange. Also müssen wohl mehrere Leute dieses Schnäppchen in Anspruch genommen haben. Genau. Links und rechts war nämlich gar nichts los. Eine Dreiviertelstunde später und ich bin keinen Schritt weiter. Offenbar läuft das Geschäft bei der Firma ganz gut. Ich bin nicht der Einzige, der hier ein Schnäppchen abbekommen hat. Kein Goldcar. Moment mal, was meint die, nur Goldcar? Stopp, ich geh mal hinterher. Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Warum sagen Sie kein Goldcar? Ja, die haben uns beschissen. Die haben uns voll beschissen, da muss man saumäßig aufpassen. Und das steht auch im Internet. Was ist denn passiert? Ja, die ziehen die Versicherung die sagen, doppelt ab. Das wäre eine Kaution und dann ist es eine Versicherung. Wer schaut uns her? Und dann Das ist eine Vollkaskoversicherung und wir haben die aber hier schon abgeschlossen. Ne? Wie viel sollten Sie ursprünglich zahlen? Also wir haben 253, hätten wir, und das ist ja schon bezahlt worden in Deutschland. Und dann haben sie hier nochmal gesagt, ja, das ist einmal für einen Tank, das war okay, das stand auch so im Internet drin. Und dann haben sie aber dieses Upgrade noch dazu, eine Kaution. Und jetzt stellt sich raus, das ist eine 100% Versicherung und die haben wir aber vorher schon bezahlt. Ja? Statt 200 Euro haben Sie jetzt wie viel gezahlt? 450. Ja. 450. Also, die sollten knapp 200 Euro oder gut 200 Euro zahlen und sind beim Doppelten rausgekommen. Wie diese Abzocke genau läuft, habe ich noch nicht verstanden. Aber Fakt ist, auch andere Urlauber zahlen hier anscheinend viel mehr als in ihrer Buchung ausgewiesen.
Ihren Reisepass bitte. Den Reisepass habe ich hier. Okay. Endlich bin ich dran. 37 Euro für 3 Tage Mietwagen. Mal sehen, ob es bei dem Schnäppchenpreis bleibt. Der Preis ist 37 Euro, aber nur die Miete. 37 Euro? Sie müssen die volle Versicherungssumme zahlen. Das sind dann 58 Euro und mit Benzin sind es 91 Euro. Was? Die Versicherung ist nicht in den 37 Euro enthalten? Es ist nur Haftpflicht. Haftpflicht? Sie übernimmt nur die Kosten des Unfallgegners. Ach, in den 37 Euro ist gar keine Versicherung dabei. Tatsächlich. Statt 37 Euro will die freundliche Servicekraft jetzt 58 Euro haben. Ich dachte, für 37 Euro habe ich einen kompletten Versicherungsschutz. Nein, deshalb ist das Angebot ja so günstig. Ach, deswegen ist es so billig. Ist gar nicht versichert. Kann ich das Auto nicht ohne Versicherung mieten? Nein, dann müssen Sie uns 600 Euro als Garantie bezahlen. So I pay 600 or I pay the insurance. Ich muss 600 Euro zahlen, wenn ich das jetzt nicht versichere. Ja, ist quasi Zwang, weil die zwingen mich ja sozusagen. Letztendlich hat uns diese Frau auch noch gesagt, wenn wir die zusätzliche spanische Versicherung nicht bezahlen wollen, dann müssten wir sofort 600 Euro hinterlegen, die, um eventuelle Schäden abzusichern. Die von der Kreditkarte automatisch dann abgebucht werden und tja. Dann nehme ich die Versicherung. Ist das nicht abgezockt? Dann bekomme ich noch 91 Euro für das Benzin. Für das Benzin? Ja, wenn am Ende noch was im Tank ist, bekommen Sie das aber erstattet. Also bezahle ich nur für den verbrauchten Sprit? Ja, Sie bezahlen jetzt den vollen Tank und dann bekommen Sie die Erstattung. Das ist ja gut. Ich bekomme eine Erstattung. Wenn ich nur für 5 Euro fahre, zahle ich auch nur 5 Euro? Ja, abzüglich Tankservice. Tankservice? Was kostet das? Es ist in den 91 Euro mit drin. Bei diesem Auto sind es 23 Euro. Es wird immer mehr. Tankservice, Versicherung, Gebühren. Wie hoch ist denn der Endpreis nun wirklich? 149 Euro sind das. Und dann bekommen Sie die Erstattung für das restliche Benzin. Also 149 Euro? Richtig. Anstelle der 37 Euro? 37 Startpreis. Wieso sagen Sie 37 Euro im Internet? Naja, da gibt es die allgemeinen Geschäftsbedingungen, so an die 8 Seiten. Was? 8 Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen. Niemand liest die. Das ist ein bisschen abgezockt, finden Sie nicht? Es ist im Internet immer erst günstiger. Ja, und dann kommen Sie. Ich muss zahlen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Hier sind wahrscheinlich jeden Tag Leute, die überrascht sind, oder? Und Sie müssen das jeden Tag erklären? Wie geht's Ihnen damit? Schrecklich. Was meinst du? Das ist auch so mit der Versicherung. Ja, da kann man nichts machen. Nee, stehst dann da. Ja, ja. Sie tun mir ja auch leid. Ne? Ja, 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 ja. I can take that already? Okay, good. Ja, haben Sie auch die Versicherung? Ja, 88 Euro habe ich bezahlt. Okay, ja. Und wie viel zahlen Sie jetzt? Also oben drauf die 8. Ein Vielfaches dann. Ein Vielfaches. Ist ja ein Spaß im Urlaub, gell? Not again. Not again, okay. Also eins steht fest, dieser Mietwagenanbieter sorgt für Frust bei seinen deutschen Kunden. Ich bin hier nicht alleine. Ich fühle mich jetzt schon, und zwar richtig, übers Ohr gehauen von denen. Statt der 37 Euro habe ich jetzt hier eine Rechnung von 149,50. Leute, das kann doch nicht wahr sein, oder? Endlich ab zum Auto. Im Parkhaus treffe ich eine alte Bekannte vom Schalter wieder. Also versprochen wurde Ihnen? 140 Euro, glaube ich. Okay. Und letztendlich haben wir jetzt noch mal 80 Euro drauf bezahlt. Mhm. Dann noch mal 40. 220, 260. Fast das Doppelte schon, ja? Denken Sie, da kommt am Ende noch was zu? Eventuell noch ein Tank. Wie findet man denn das? Ja, nicht so schön. Meine Mutter müsste dann 80 oder 90 Euro mehr zahlen, weil das Auto doch nicht vollkaskoversichert gewesen wäre, was aber im Internet so angegeben wurde. Taff, was machen Sie denn da? What are you doing? Ich will nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist, damit es keine Probleme gibt, wenn ich den Wagen zurückbringe. Das ist schlau. Ja, ja, das muss man wohl machen, denn diese Typen sind echte Gauner. Warum? Wir haben 62 Euro gezahlt. 62 Euro hat er bezahlt. Er sagt, das ist ein Haufen Verbrecher. Okay, 62, ja. And we were told with Travel Republic, no problems, nothing else. Kein Problem, okay.
In England habe ich Vollkasko gebucht und hier am Schalter haben sie mir dann gesagt, du brauchst dies, du brauchst das. Ja, genau dasselbe Problem. It's the same problem I have. So what's the end price you got instead of 60? Das haben sie bekommen statt 60. Anstatt der 62 habe ich 190 Euro bezahlt. Und wie fühlt man sich dabei? Ripped off? Beschissen. Keinen Meter vertraue ich dieser Autovermietung. Nach dem, was ich hier in den letzten 2,5 Stunden erlebt habe und was mir andere erzählt haben. Und ganz im Ernst, es steht zu befürchten, dass das dicke Ende noch kommt. Nirgendwo ist hier, man kennt das ja, eine kleine Zeichnung von bereits entstandenen Schäden. Nirgendwo ist es verzeichnet. Denn ich sehe jetzt schon hier vorne Lackschaden. Und das ist, kommt nicht von Vögeln. Das ist ein Lackschaden. Der ist nirgendwo verzeichnet. Wie ich die bis jetzt kennengelernt habe, werden sie mir das auch noch auf die Rechnung setzen. Das fotografiere ich jetzt und dann möchte ich ehrlich gesagt auch, dass einer von den Leuten von Goldcar das bestätigt. Eigentlich kann es mir ja egal sein, denn am Schalter habe ich zwangsweise eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen. Oder sowas in der Art. Aber sicher ist sicher und ich bleibe skeptisch. Hola, one question. Hallo, eine kurze Frage. Was ist mit den Kratzern auf dem Auto? Deutsch? Deutsch. Okay. Spreche mal Deutsch. Bei Goldcar gibt kein Übernahmeprotokoll für Schäden an der Karosserie. Blech- und Lackschäden sind inklusiv in unserer Basisversicherung. No problem. Kein Problem. Gar kein Problem. Das höre ich aber gerne bei euch zum ersten Mal. Alles versichert. Everything covered. Alles versichert. Vielen Dank. Immerhin, für den vierfachen Preis kann ich zumindest theoretisch so viele Beulen in den Wagen fahren, wie ich will.